So, wo waren wir denn? Wo waren wir denn? Oh, wir haben hier ziemlich viel gescoutet, oder? Ah, nee, wir sind bei mit Pergamon Best Buddies. Ja, schön, wie random die auch kommen. Das stimmt. Das ist echt verrückt. Das ist verrückt. So. Gut. Ja, stimmt. Ah, ja, das ist ja cool. Rom ist ja mein Feind jetzt. Haha. Ja, stimmt. Der macht es mir natürlich jetzt auch leicht. Genau, hier will ich nach Neureia. So. Oh, ich brauche einen neuen Stuhl. Rückzug. Bye-bye. Oh. Hi. Ja, also das kann ich schaffen. Nee. Ja, mein Alter ist echt. Also das ist ja der Alter von Matti. Und was machen die da? Was machen die da? Genau, und der Matti will jetzt auch einen neuen. Wir hungrig genug. Weil sein Stuhl ihn nervt halt die Kopfstütze. Die 3000. Uh-oh. Die brauchen natürlich einen General von meiner Sippe. Alter, die sterben ja alle ab hier. Gut, genau, er braucht einen neuen Stuhl. Und dann hat er mich ja wieder gefragt, so, ja, ich könnte dir meinen alten geben. Und ja, ich weiß nicht. Vielleicht mache ich es wieder, vielleicht nicht. Mal schauen. So, du bekommst aber 1000 Jahre und immer noch der Beste, den es gibt. Ja. Ich find's echt komisch, weil der Stuhl ist echt bequem. Aber also wenn er seinen guten Tag hat, dann ist es am Schluss des Tages, bin ich so unten. Und das ist halt schon ein bisschen lustig. Und wenn es schlecht läuft, ja, geht da innerhalb von einer halben Stunde so immer so, bup, bup, bup. Kennst du ja. So, ja, da wird er jetzt einnehmen. Wo ist denn mein Best Buddy? Warte, da wollte ich noch. Warte, 2, 4, 5 habe ich. Wie viele musste ich denn mal holen? Also der da bleibt, der ist gut. Hier 2. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, ja, 7 insgesamt. Also noch 2 Runden muss er hier bleiben. Das heißt, ich könnte. Wisst ihr, was ich mache? Ach so, okay, es geht nicht. Sonst wäre ich an ihm vorbeigegangen, hierhin, im Gewaltmarsch und hätte ihn quasi provoziert, mich im Hinterhalt zu nehmen. Aber das ging nicht. Vielleicht findet er die Armee gut genug, um die jetzt anzugreifen. Mal schauen. Meiner hat das auch manchmal, dass er einfach runtergeht, aber nur alle paar Wochen und dann mache ich ihn einfach wieder hoch und habe meine Ruhe für die nächsten Wochen. Ja, das, ja. So ist es ja auch in Ordnung. Gut, der hat noch ein Skill bekommen. Opfer, das ist gut. Opfer ist gut. Vor allem jetzt, wo ich im feindlichen Terrain. So, da mache ich nochmal 4 weitere Leitern und dann geht's schon mal
lustig in die nächste Runde. Genau, ich glaube, das war's. Hier habe ich es gemacht. Da oben ist alles gut. Wir haben 29.000. Das überrascht mich ein bisschen, dass wir so viel Kohle haben. Ah ja. Das konnte er nicht auf sich ruhen lassen. Er sagt, wir haben keine Chance. Wobei, wenn wir defensiv sind, was wir auf jeden Fall machen werden, haben wir einen Pyrrhus-Sieg mit okay, knapp der Hälfte, also 15.000. Ja. Ist euch aufgefallen, das ist mir gerade erst aufgefallen, wir haben 3.000 Männer und wir heißen die 3.000. Das ist mir gar nicht gekommen. Voll lustig. Gut, 3000 gegen 3600 und wir spielen es natürlich, weil ich glaube nicht, dass es so knapp wird. Also natürlich, wenn wir jetzt umgekehrt wären, wenn ich den Hügel hätte, dann hätten wir überhaupt keine Probleme. So haben wir schon ein bisschen Probleme, aber trotzdem werden wir das Terrain auf unserer Seite haben. Und zwar, wir nehmen den Wald mit. Oh, das ist unser Defensiver. Oh Mann, jetzt will ich sowas von den Hügel haben. Oh, ist das kacke. Weil die Feuerbälle sind so krass gut. Den Namen habe ich deswegen vorgeschlagen. Ach so. Ja, okay, dann war ich einfach so dumm, das zu sehen. Voll gut. Weil die Feuerbälle, kennt ihr wahrscheinlich aus sämtlichen Filmen oder so, also zum Beispiel Troja, der Film, da haben sie es, die Trojaner auch gemacht. Oder die Germanen gegen bei der Varusschlacht und so weiter. Und zwar die Bälle, warte, die sehen, das sind einfach solche Strohbälle, eigentlich noch mit Teer getränkt, die zündet man an. Und schickt sie los. Und wenn man auf dem Hügel ist, dann rollen sie halt in den Gegner rein und die machen so viel Schaden. Das ist echt krass. Aber naja, wir sind halt auf einer völligen Flaute hier. Und wenn wir hier die anzünden, können wir auch machen. Aber dann ist es so, also es könnte sein, dass sie dann zu uns reinrollen und das wollen wir ja nicht. Gut, also. Die Spikes machen wir in die, in den Wald. In den Wald machen wir nichts, weil da die Geschwindigkeit von denen ist eh relativ gering. So, wir stellen erstmal auf und dann schauen wir weiter. Und dann schauen wir, wie wir das Ganze machen. So, 2, 4, 6. Also ich mache natürlich eine sehr starke rechte, eine sehr starke, Entschuldigung, linke Flanke. Weil hier über den Wald kommen selten welche. Beziehungsweise wenn sie kommen, dann können wir das relativ gut abschirmen. Weil die Kavallerie, die durch Wälder gehen, sind ein bisschen langsamer. Achso, habe ich schon gemacht. So, also, die Spikes. Ich weiß nicht, nee, die Spikes machen wir am besten hier. Oder hinter uns. Ja, das ist gut. Die machen wir hinter uns, weil erstens Spartaner fliehen nie. Mhm. Und zweitens, wenn die feindliche Kavallerie hier rum in meinen Rücken gehen will, dann tut's in der sehr weh. Die Branddinger mache ich hier.
weil ich habe gar keine Bogenschützen, also brauchen wir die eigentlich nicht. Also die Bogenschützen, wenn man die Bogenschützen, wenn man die Bogenschützen auf Brandpfeil trimmt, dann können sie die Teergruben hier anzünden. Und die machen auch schön Damage. Genau. Bei mir gab es ja auch die 2100. Glaubst du, du wärst in Rom-Zeiten eine gute Politikerin gewesen? Auf jeden Fall. Also, ist eine Frage an die Sarah, aber ich glaube schon, weil so Intrigen und so weiter kann die Sarah sehr gut. Also die... Ja, das kann sie sehr gut. Naja, Rom-Zeiten Politikerin ist nicht so wie heute Politikerin. Also, sagen wir mal so, jeder Adel in Rom war Politiker. Also ein Politiker. So. Und du wärst definitiv ein besserer Politiker als ich. Weil ich wäre viel zu freundlich. So, ich bin mal gespannt, wie viel Schaden er mit seiner, mit seinen, Wurfspeeren macht. Mir ist tatsächlich der Name von den Wurfspeeren entfallen. Pila. Ja, aber das ist auch nicht mehr. Dafür wäre ich der bessere General gewesen. Wobei, bei Rom, also in römischen Zeiten, hatten die Frauen selten was zu sagen. Also da mussten die Frauen schon echt heftig was drauf haben. Und die Männer hatten nur dann was zu sagen, beziehungsweise die hatten immer was zu sagen, aber die wurden nur dann angehört, wenn sie irgendwas im Militär gemacht hätten oder haben. Es war ja auch der Epic Fail von der. Okay, warte. Ich will euch jetzt mal was zeigen, was er macht. Was richtig, richtig genial ist. Also. Entschuldigung, wird wieder so ein bisschen eine Art Erklärung, Tutorial-Ding. Und zwar, was wir gerade machen, sind so zwei verschiedene Arten von Aufstellung. Er stellt sich komplett breit auf, also komplett. Und was das zum Vorteil hat, genau, die da gehen nach da, die da nach da und wir haben eine sehr schöne Umklammerung und dann so, also Umkesselung. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe eine dünne oder eine kleine Front. Aber dafür eine zweite Reihe. Und die zweite Reihe erlaubt mir zu handeln. Er ist der Aggressor quasi. Also jetzt nicht nur im Spiel, sondern die Aufstellung ist ein totaler Aggressor, weil er pinnt mit seiner Aktion alle seine Einheiten. Also er kann dann nur schwer... wenn hier welche kämpfen, dann kann er nur schwer hier helfen oder da helfen, die sind alle gepinnt. Und meine Einheiten können hier helfen, da helfen. Wenn hier zu viel Druck ist, dann kann ich die nehmen und nach da gehen und die kann ich abrücken und nach da gehen und so weiter. Und das ist halt ein sehr großer Vorteil. Aber seins ist halt auch relativ krass. Also beziehungsweise wenn er es schafft, also mit seiner Aufstellung kann das auch schaffen, alle meine Einheiten zu pinnen. Also unsere versteckten Einheiten das geht wurden auch entdeckt. Und zwar jetzt gehe ich in die defensive Form, dass ich ein kleines C mache. Aber ich habe immer noch hier die Auswahl. Vorteil!
Genau, hier kommt es ja, durch den Wald. Okay, das hat auf jeden Fall schon mal was gebracht. Ah nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte, dass der hier auch mitgeht. Ah, da habe ich jetzt so spät geschaut. Weil der hat jetzt die... Unser General wird angegriffen. Die Sache überwunden, also den Zaun überwunden. Okay, da wartet noch. Der hat sehr viel Kavallerie. Der feindliche General ist tot. Ist schon mal gut. Okay, jetzt will er zu den Fernkämpfern. Jetzt können wir mal schauen. Er hat 58. Oh wow. Oh wow, das hat ihm gar nichts gemacht. Wieso nicht? Okay, das war sehr seltsam. Normalerweise hätte das 50% von ihm aufhalten müssen. Gute 50%. Okay, jetzt ist es so, dass er meine Pikenphalanx von der Seite angreifen kann und das ist extrem schlecht. Also für mich. Ich gehe mal hier hin. So, die schnappen sich. Okay, ja, die Speerträger sind immer noch ziemlich ouchy für mich. Okay, aber wir haben unsere linke Flanke schützen können. Jetzt weiß ich halt nicht. Ah, ja, ja. Da war ja noch einer. Und jetzt fliehen die schon mal, das ist gut. Noch ein bisschen außen rum. Okay. Ich versuche euch ja jetzt mal zu tauschen. Ja. Wobei, er geht mal hier hin. Das ist zum Beispiel eine Art, die haben die Spartaner. Und die. Wieso wollt ihr da nicht angreifen? Wegen euch Deppen hat er jetzt meine ganze Fernkampf-Infanterie gekapert, sage ich jetzt mal. Gut. Naja, aber wir gewinnen trotzdem. Das hat zum Beispiel diese Art von Kämpfen haben die Römer zum Beispiel von den Spartanern abgeschaut, weil die Spartaner hatten anders als die anderen Griechen, zum Beispiel die Athener, eigentlich sämtliche griechischen Stadtstaaten hatten die Tradition und die Taktik, dass sie einen König haben, der ist der General, und dann haben sie noch so ein paar Hauptmänner, also nicht viele, und das hatte den Nachteil,
Das hatte den Nachteil, dass die komplette Armee extrem steif war. Also die konnte halt nicht einzeln manövriert werden. Also wie hier gerade, dass die da hier sind, dann die zwei kommen noch dahin, die greifen da und so weiter. Das konnten die ganzen Armeen von den... sind hier noch Kavallerie? Nee. Das konnten die ganzen Armeen der Griechen nicht. Außer die Armee der Spartaner, weil die hatten zwei Könige. Das heißt, ein König konnte immer aufs Schlachtfeld. Der andere König war meistens zu Hause. Dann, die hatten eigentlich so eine Aufstellung wie die Römer. Das heißt, es gab einen General, das war der König. Dann gab es zwei Velites, dann gab es, also, ja, es gab zwei oder drei Hauptmänner, dann gab es Untermänner und so weiter. Und bis ganz unten hatte dann ein sehr erfahrener Soldat, hatte dann die Gewalt oder die Befehlsgewalt über so 120, 200 Mann, 240 Mann. Und so war die komplette Armee aufgebaut. Und genau, und das haben die Römer kopiert, weil sie kapiert haben, dass das halt extrem, extrem gut ist. Weil sie halt sehr viel flexibler sind. Und die haben es dann perfektioniert. Hat natürlich auch wieder jahrelang gebraucht, das Ganze zu perfektionieren. Und genau, die haben es ja dann so gemacht, dass der Centurio hatte eine Centurie mit 80 Mann unter sich. Dann gab es eben Optio und so weiter und genau, die ganze Hierarchie, so dass die Legion zusammen in ganz vielen einzelnen Armeen verbunden waren und ja, deswegen waren sie so erfolgreich. So, und deswegen konnten sie zum Beispiel auch die Hopliten und die Phalanxen umwandern und besiegen. Hatten natürlich nicht von heute auf morgen, das war nicht von heute auf morgen, sondern das war relativ, das brauchte 3 Kriege, glaube ich. Soweit ich weiß, braucht es 3 oder 2 große Kriege, um Griechenland zu erobern. So, genau, wir haben 1200 verloren, also nicht ganz so viel, wie er dachte. Aber es war auf jeden Fall nicht so gut. Ich habe die Krähenfüße falsch gesetzt, weil in den anderen Spielen ist es so, dass der Krähenfüße auch gegen Kavallerie wirkt und nicht nur gegen Infanterie. Und hier ist es wahrscheinlich so, dass es nur gegen Infanterie wirkt. Was ist los bei euch? Ah, zu gut. So, ich will mal, ja, da unten ist Galatien. Und jetzt bitte wieder raus aus dem Nil und weiter. So, die haben ein bisschen was erlitten. Jetzt ist die Frage, ob ich das ja an sich... Es tut mir leid, das kann ich nicht. Wie weit kannst du denn noch?
Na gut. Dann heil dich mal hier oben. Ja, irgendeiner muss ja euren, euer, keine Ahnung, was ihr für ein Reich habt, dann verteidigen. Genau. Warte, was ist das für einer? Genau, hier habe ich Verteidiger. Der geht auf Rüstung, Nahkampf, Abwehr, Angriffsreichweite. Dann wäre es hier doch hilfreich, wenn ich den Philosoph mache. Mit Offensivkämpfen. Oder einschüchtern. Ja, nee, vorbei. Kampfrhythmus ist halt schon richtig gut. Ich schau mal kurz, was die anderen meiner Generäle haben. Die 501. ist, glaube ich, ein Kommandant. Yep. Fanboys von Athen. Keine Ahnung, was seid ihr? Ihr seid Stratege. Ja, ja. Dann mache ich dich. Ja, dann mache ich dich einmal zum Philosophen, damit wir das auch mal sehen. Zwei geheime Aktionen, ja, sorry. Kulturelle Konvertierung, das ist geil. Moral. Moralboni brauchen eigentlich die Spartaner nicht, weil die kämpfen meistens eh bis zum letzten Mann. Also vor allen Dingen im Late Game. Nahkampf für alle Einheiten mit Speeren gegen den Barbaren. Hm. Verstärkungsrate, das ist geil. Ich nehme Verstärkungsrate. Das ist extrem wichtig. Nahkampfangriff mit allen Speeren. Und der bekommt eine Frau, der Gute. Der ist 21, der ist ein Eriks heißt der. Eriks, du bekommst eine Frau. Ich hoffe eine gute. Streitsüchtige Frau. Ich darf das nicht sagen. Immer wenn ich das sage, kommt irgendwelche so eine nicht so gute Dame daher. Wobei, ja. Wie heißt sie? Ist egal. Ambrosia. Ja, natürlich. Begabter Ehemann. Und sie hat den begabten Ehemann, ne? Aber wenigstens hatte er 20% Chance auf Kinder. Ach, das ist doch blöd. Gut. Hey, Lautra. Schön, dass du da bist. Wenn du überlegst, was die gerade quatschen, ich weiß es nicht. Nee, gut, dann Ariminum. Das werde ich auf jeden Fall easy einnehmen. Und vor allen Dingen, was richtig lustig ist, wenn er das einnehmen will, dann hat er ein Riesenproblem. So. Genau, ich habe jetzt zwei, gell? Ja. Trotzdem sagt er, ich verliere so viel. Wie viel sagt er? 40, 42. Okay, zwischen 42 und 38%. Dann schauen wir mal.